So, einen wunderschönen Leute. Heute bin ich mal etwas früher am Start als sonst. Jo, wieder mal bei PJ und heute wieder mit Need for Speed Payback ein bisschen Speedlist fahren. Der Venus zusammen mit dem Hintergrund. Was geht ab? Hallo. Jo, der zockt übel, streamt übrigens auch gerade, der streamt aber Dead by Daylight, falls ihr da Bock drauf habt. Der verrückte Venus TV, macht es kicken, liken und so weiter. Wisst ihr ja Bescheid. So, wir starten einfach mal. Ja, wer Bock hat mitzumachen, einfach reinkommen oder FA schicken, dann geht's los. Ich weiß jetzt schon, dass ich wieder übelst verkacken werde. Ich bin Freaks unterwegs. Und da haben wir schon den ersten Zuschauer nach 1,5 Minuten. Hi, neue Gamer. Mahlzeit. Ging schnell. Ja, bedenkt natürlich, wenn das Speedlist gerade anfängt, dann gehe ich nicht extra nochmal raus, dann fahre ich die erstmal zu Ende und dann können wir weiterreden. Guck mal. LOL Gamer, ich würde sagen, ich bin ein Need for Speed Veteran. Das Problem ist natürlich nur, wenn man hier online zockt, kannst du zu knapp 70% davon ausgehen, dass Idioten unterwegs sind, die dir natürlich die Karre einfach wegschmissen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich schlecht bin. Also bis jetzt sieht es auf jeden Fall gut aus von mir. Die Leute sind anscheinend nicht so stark, aber ich würde schon alle nicht hindern. Noch 80%, dann ist es wieder vorbei. Boing. Ja, boing. Boing. Sind wieder frei, die Alter. Schön nah am Reifen. Die Warpquartier hier kann das sein, Leute. Sind die Oh, Maschine? dauert ja ewig. Mein Sohn feiert von der Ich Pension sag's euch, ihr überhaupt. seht auf jeden Fall, dass es ganz normal spielt, das ist nicht im Camper. Ich mag das selber nicht, wenn ich dann ein überlebender Spieler. Na wow, es geht los. Und direkt Offroad, das heißt, ich bin jetzt mit dem Ghostbusters-Auto unterwegs. Yeah. Da ist er schon. Und das ist wie gesagt das Fläschchen, womit ich die Leute dann langsamer machen kann. Also entweder haben sie gegen Bock gegen zu spielen oder ich habe keine Ahnung mehr. Also ich versuche den Tempel wieder nach vorne so, dass keiner das machen will. Ja, und ich habe den Checkpoint verpasst, Digga.
direkt erste Runde. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe ewig schon kein Fairback mehr gezockt. Ein bisschen. Schlacht, ich müsste auf jeden Fall die Idee haben. Das ist schon längst nicht mehr so wie damals. Einfach mal alte Streams gucken, da siehst du, wie ich gefahren bin. Aber eigentlich ziemlich gut. So, die war jetzt schön doof auf jeden Fall, die alte. Tetto, ja moin! Was ist denn da los? Guck dir an, wie dumm die sind. Hast du gesehen, Dr. Munter, wie dumm die sind? Alter, Mann. Also, das interessiert mich wieder Stück davon, Alter. Das ist nicht doof. Check das noch, ne? Wo bist du, Alter? Die ist ja auch. Und so Leute, für die Leute, die gerade zuschauen, so spielt man auf jeden Fall Killer, man kämpft ihn. Also das ist meine Anzahl gegen die Camper. Da haben wir aber keine Spiele so richtig. So, ich muss ganz kurz hier gucken, weil, weiß nicht, mach mal kurz die Seite voll. Ja. Aber da gibt's Spiele für 2 Euro und so. Ja. Ja. Xbox 360 kriegst du für ein 2 Euro Spiel. Die ist doch schon wieder am Abhauen, die Alte. Aber eigentlich ist das nicht, ne? Der Mann, die so lange Stangen quer raushängen. Ja, so dumm! Wie spielen die Leute? Wie spielen die zu dritt, Alter? Und irgendwann mal. Mann, du blöde Ratte, Alter. Die Karre ist geil, oder? Also ich glaube, ich kann mir hier gemütlich Zeit lassen, weil die, die Leute, die hier abhauen, die haben sich jetzt noch fehlende Generationen, hab ich gemacht. Ein bisschen Justin kann ich nicht. Das ist halt eigentlich irgendwie nicht was an. Mann, dieser. Timo, moin, da bin ich. Auf jeden Fall wieder bei Dead by Daylight. Hab's ja versprochen. Alter, das wird dein Todesmutter nicht werfen, das ist nicht gut. Trotzdem, wenn er auf einen Tisch ist. Zumal einer geht quitten. Aber dafür kann ich nicht. Wie gesagt, ich bin gegen Camper. Also wie gesagt, deswegen kann es auf jeden Fall nicht sein, dass ich da abhauen. Alter, driften kann man nicht erst nie, Alter, das kann ich einfach. Totiert hier aus dem FF. Das sind schöne Punkte für mich auf jeden Fall, würde ich sagen. Also sind jetzt auf jeden Fall alle tot, würde ich sagen. Ich könnte die jetzt zwar noch die Chance geben, Generatoren zu machen, aber
Ich würde heute mal auf jeden Fall die Hunde kennen. Also wie gesagt, Leute, man schafft auch ohne Campen, die Leute zu holen. Also wie gesagt, die Frau kann eh nichts mehr machen hier. So, die Runde ging auf jeden Fall an mich. Alter, mein Sohn ist hier voll der Kommentator, Maxi. Echt? Ja, Mann, der sitzt die ganze Zeit neben mir und immer wenn ich einen Crash mache, macht er, sagt dann immer, oh, so kaputt. Oh, 23.580 Fußpunkte. Freut mich auf jeden Fall. Der muss schon ein bisschen was machen, ne, an unserem Clarinchen. Wir kriegen vielleicht sogar alles voll. Ja, ich wirklich. Ich würde sagen, fast voll verkackt. Ich schaff das nicht. Vierter Platz, nee, nur zu sprechen. Gesagt, ah. Halt, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall kein Camper. Ich mag sowas überhaupt nicht, weil ich spiele dann selber auch noch einmal überleben da. Und wie gesagt, war eigentlich eine ganz gute Runde für mich gesehen. At once, Alter. Sehen wir mal die Flaschen rein, da kann ich ein bisschen mehr tragen. Das stinkt ein. Was stinkt da einlege so in. Oh, so, die hat 50% Bonuspunkte in der Hinterhalten. Als Kategorie effektioniert sich. Ich werde 50% in der Verhalten Kategorie. Okay, machen wir das mal auf jeden Fall. So, wir suchen mal direkt eine neue Lobby und vielleicht bin ich jetzt mit dem nächsten ein bisschen lieber und netter und werde mal eben definitiv die ganzen Generatoren eventuell machen lassen. Außer die sind zu stark halt, wie gesagt, dann werde ich auf jeden Fall Hardbruch kalten, wie gerade eben. Könnt mir ja mal ein Like da lassen oder so, wenn es euch gefällt. Ey, war das nicht gerade das Team von eben gerade? Also zumindest die alte Figur kommt so aus und die andere alte. Also könnte eventuell sein. Drei Zuschauer, ey, freut mich echt wieder. Ne, abonniert haben sie mich noch nicht, glaube ich. So wie ich gerade sehe. Eine Speedlist zu dritt, Alter. Was? Ja, moin, Tools, Zombie Buddies. Ja, läuft, Alter, ey. Digga, ich hab letztens mal wieder ein Stream von euch geguckt. Ey, ihr seid ja wirklich voll die Fick. Ich muss mich jedes Mal so beölen bei euch, Alter. Mega geil. Ja, Leute, guckt auf jeden Fall mal bei... Guckt mal bei Zombie Buddies, guckt mal bitte auf deren Kanal, Alter, zieht euch mal die Videos rein und lacht euch kaputt, Alter. Das ist mega geil. So, wir starten direkt wieder. Ja, der ist jetzt doof. Was für iPhone hast du? Ich hab das iPhone 8. Fuck. Komm schon. Ich häng fest, Alter. Komm schon. Komm schon, Baby. Ah, okay. Oh oh, schlecht für euch. Vom Loadscreen gerettet. Ich bin auf jeden Fall hier. Ich hab's verdient, Alter. Ja. Yeah.
du haust den ja gelöscht bestimmt. Papa wird auch, ne? Ja. Ich habe die Vermutung, es könnten vielleicht die von gerade eben gewesen sein, jetzt die Leute. Alter, das ist hier gerade voll ein One-on-One im Driften, Digga. Online-Lobby und das ist nur einer, der aktiv mitmacht. Ich muss meine Tasche nicht füllen. Nee, wie gesagt, ich kämpfe nicht, ich will kurz meine Tasche füllen. So, lass das mal noch unser Handy, Alter. Verdammt. Na, Hallöchen, da bist du denn? Du brauchst doch nicht abhauen. Und? Ich bin noch richtig kaputt und sind die Puppen hinterher, Alter. Oh, bist du was? Nö. Alter, bleib doch stehen, Mensch, Alter. Ich bin nur vorbeigelaufen, Alter. Okay, ich hab's dir gerade außer Augen verloren, Vater eigentlich, aber ich bin da. Du verfickter Drecksbaum, Alter. Du kennst zwar echt gut spielen, die Leute gerade aus dem CCA, ne? Entschuldigung. Wenn's irgendwas willst, dann willst du auch hier aus dem Unternehmen. Mann, so ein Scheiß. Hä? Voll reingequält, Alter, was ist das denn? Zweiter von zwei, naja. Läuft. So, als nächstes, ach komm, wir hier. Sprinter, nein. So, wir lassen die auf jeden Fall mal liegen, weil ich weiß, dass hier auf jeden Fall auch noch welche waren, drei Stück. Alter, warum küsse ich die Alte nicht? Alter, du bist so krass! Als ob ich die gerade nicht starte, Alter. In der Mountie, ich bin das gerade. Ich finde, dass ein Pferd da ist, und so. Ja. Echt? Ja, passt, passt. Hast du noch nicht mehr? Ja, ich habe vorhin auch eine Runde Dings gespielt hier. Nee, Fortnite. Nicht so viel nicht. So. Die Käfen von mir in der Party kommen. Ja. Noch mehr? Nö, eigentlich so ist es nicht viel. Guck mal, wer da ist. Bin jetzt so on, das freut mich sehr. Ja, super, das kann sein, ne? Ja. Gibt ja auch da. Naja, das Ding ist, gibt ja da Kinder, die nur Gebärdensprache können. Und dann wird er das mitkriegen. Okay. Dann weiß er ja auch, dass die darauf bestimmt reagieren und dann macht er das auch nach. Wird automatisch jetzt. Oh, ich werde das niemals mehr. Oha, wie der gerade abgeschmiert ist, Alter. Das ist halt geil. Also irgendwo na, muss die alte Fähigkeit sterben. Oh, ich kacke hier mit deiner Karre voll die anderen ab.
Ja? Ein zweiter. Was so, die letzten haben auf jeden Fall wieder am Spiel. Alter Leute, das war gerade bühnenreif. Die Karre geht, aber auch ab wie ein Zepfen. Oh, scheiße. Nein. 500 Meter kommt schon, zweiter Platz, der ist mir sicher, Alter. Leck mich am Arsch, Mann. Hier, oh, ihr Pitter. Boom, Alter. Das war doch mal ein nices Rennen, Alter. Hammer. Zweiter. Zweiter reicht vollkommen. Komm ich klar mit. Also, liebe Kikani, also Kikani, kannst du auf jeden Fall gucken. So, du bist auf jeden Fall jetzt mal tot, Alter. Du gehst so auf den Sack, Mann. Hä? Ja, ich kann grad nicht, du siehst ja, ich kann grad nicht. Also wie gesagt, eine muss auf jeden Fall jetzt noch sterben, das kann sonst wieder nicht gehen. Aber die sind auf jeden Fall besser als vorhin, die Gegner, also das ist immer klar, Alter. So. Also ich glaube, wenn die den einen Typen hier in der Lobby hätten, dann hätten die ein Problem auf jeden Fall. So, ey, mal schlag ich doch auf jeden Fall, das hab ich verdient. Also, kannst du auf jeden Fall aufgeben. Wow, ich bin erster Platz, läuft. Das war doch mal eine nice Runde, Alter.
Alter, das war ja mal so eine geile Driftrunde gerade. Einfach mal Erster geworden. Von 8. Also ich bin auf jeden Fall gerade voll im Arsch, Leute. Warum kann Pumper mir das geräuschen, dass die hier sind? Die haben es alle geschafft, ja, Alter, das sind wieder solche Ficker, Alter, ey. Ach, scheiß drauf, ist mir egal, Alter. Aber ich könnte es sehen. Aber ich bin gegen Camper, Alter. Das ist mir scheißegal, Mann. Immerhin hab ich mir trotzdem genug geholt. Wir hatten das Glück durch den Typen da, Alter. Sonst wären die voll im Arsch gewesen, Mann. So, weiter geht's. Aber guck mal, ich hab keine Flucht weiter, Alter. Das geht mir so auf den Sack. Ja, sehr geil. Gucken, wann ich das bekomme, ey. Warum lass ich einfach rein? Typisch gerade, bin ich mal gespannt. Wer ist denn hier eigentlich noch am Stiesel bei meinem Chat hier? Wer ist denn da noch Ich alles bin die sauer? ganze Zeit da, Digga. Aber du guckst die ganze Zeit zu? Achso, nee, in deinem Chat gerade nicht, ich bin da selber am Zocken. Das ist mein sozialer Part-Chat. Ich gehe gerade auf jeden Fall voll ab, durch der Erste und so. Na, die erste Runde habe ich alle Gegner geholt und jetzt in der zweiten irgendwie habe ich das eng geholt und die anderen konnten flüchten, obwohl ich jeden getroffen hatte und den Nerv leider aus den Augen verloren. Ja, okay. Ja. Leider. Jo, du bist auch da, Dr. Mundo, das freut mich. Aber du siehst auf jeden Fall Dr. Mundo und bist mir recht, ich bin kein Camper. Aber der Clown ist trotzdem gut, ich weiß nicht warum, aber er hat irgendwas. Ich finde den irgendwie geil. Ich werde mir dann gleich mal, denk ich mal, den Dings noch nebenbei holen, also sag schon. Also entweder das Schweinchen oder den Freddy, mal gucken, ich weiß es noch nicht mehr. Ich muss das hier irgendwo ändern. Ey, wenn die jetzt wieder senden sind, das ist blöde, Alter. Warst du gerade eben? Alter, der 384 Topspeed, Alter. Konzentration ist nämlich gerade so krass, ne Leute.
Und da ist sogar. Da war eine Wand. Alter, du willst mich verarschen, Alter. Kannst du vergessen jetzt, Mann. Lass mich das nicht zu tief und zu dumm machen, Alter. Ja, komm. Du musst es sein, Alter. Du kannst doch nicht schon wieder abgehauen sein. Ah, hä? Im Schrank, Alter, was? Nee, nee, Alter, das kannst du vergessen. Jetzt reicht es auch mal, jetzt habe ich immer verdient hier. Alter, ich kann mich überhaupt nicht aus, aber ich mach's nicht. Okay. Das vielleicht nie ganz schaffen, oder? Ja, das war mir so klar. Geile Scheiße. Hätte ich ja nicht gedacht, dass ich da stehen geblieben bin am Anfang. Dann läuft der Scheiß. Mal kurz gucken, jetzt etwas tut. Wie schnell kann die alte weg sein? Das haut doch nicht hin, Mann. Ich weiß nicht mehr, wo das ist. Ich hab das letztens ausgesucht, gestern Abend. Das ist wirklich ein schönes Licht. Oh, Speedlist-Tabelle. Ich bin Zweiter geworden. Gesamt-Speedlist. Läuft. Der Drifter und der Drifter im Offroad ist meiner. Die war gerade hier, die alte. Wissen. Das ist Russisch, Griechisch. Hm? Nee, es kann entweder russisch oder griechisch. Da war eine Wand. Ich muss hier gerade gewesen sein, Alter. Oder? So ein Griechenschritt. Noche kann ich auch nehmen. Ey, die haben so viel Glück, die sind echt stark, muss ich sagen. Alter! Ne? Hab ich durchgekommen. Quatsch hat immer Kacke da, was weiß ich nicht. Quatsch mal keine Soße. Solange man es einsieht, ist der erste Weg besser. Ey, nee. Das hoffe ich für dich nicht. Just Rare, Mahlzeit. Ich muss mal ganz kurz schnell in die Küche rennen, wenn meine Frau... Hey Leute, ich bin gerade so testiert. Ich kenne die Map, wie gesagt. Nee. Hast du vergessen. Also wie gesagt, sorry, wenn ich gerade nicht so der Beste bin. Ja. Echt, war da echt alles? Nein, Schatz, da war meins. Nein. Egal, sollen die Leute halt gewinnen, egal. Ja, will ich nicht immer dein Haus verpippen. Nur dein. Er kein Grund. Und du hast auch keinen Grund, die meinen zu geben, weil sonst hab ich einen Grund. Alter, hast du das gesehen, wie ich gerade weggeschubst wurde, Alter? Das ist schon wieder Mobbing hier, Alter. Ghostbusters kriegen es wieder nicht auf die Reihe. Hallo, verpiss dich aber, du Hund! Oha, was ist das, Alter? Das war gerade so wie Pirouetten drehen beim Tanzen, Alter. Erst dreht er sich, dann dreh ich mich. Ja, lol. Ja, war wirklich, Alter, dieser Penner, Alter. Die Nille. Oh, scheiße, das ist der. Ja, die Ghostbusters sind unterwegs und hauen voll gegen die Wand. So, ich hoffe, das ist jetzt mal richtig hier, ey. Das ist ja nicht mehr normal. Bumm, und da war ein Stiel und ich hab ihn getroffen, verdammte Scheiße. Ey, ich weiß nicht, wie ich das aufkommen wollte, ey. Das ist so eine scheiß Map, Alter.
Ja, verglichen mit der Landschaft war es ein Spiel. Ich will da oben nicht lang. Autsch. Ich glaube, das ist noch ruhig. Autsch. Just Rare, ich bin knackige 29 Jahre. Ich wollte 89 ganz sagen. Nein, ich bin 29 Jahre alt. Bitte, also. Knackig, ja. Knackige 29. So ist es. Du bleibst. Ja, genau. Ich fotografiere gleich meinen Ausweis, Alter. Ey, die haben echt gut, Alter, die Leute. Die haben richtig gut, Mann. Aber egal, Leute, scheiß drauf. Die gewinnt zwar vielleicht das Ding, aber... Ich werde immer Vierter, Alter. Was ist denn hier? Oha. Okay, ich werde vielleicht Fünfter. Danke. Danke. Danke, danke, danke. Sechster. Ist zwar noch besser. Mensch. Stopp. Für Offroad eigentlich ein Porsche, ja, ich weiß, aber dann, nee, immer Porsche ist scheiße. Wieso ist das nicht erwachsen? Keine Ahnung. Die Ziele, die ja nicht erwachsen sind. Ja, auf jeden Fall wird deine Kacke nie brauner, ne? was sind meine besten Autos? Nissan Skyline GTR 35 und den Porsche, den du gerade gesehen hast, als Racer. Als Drifter den Audi R8 oder A8, wie auch immer. Dieses flache, fette, geile Teil. Und bei Runner bin ich mehr so auf Chevrolet und sowas. Oh, scheiße, verdammte. Was hast du gesagt? Ja, das ist am Anfang Antikollision, damit der Start nicht verkackt wird. Weil manche bleiben dann einfach stehen am Start und ärgern die anderen, weil die dann hinten rauffahren und so. Verdammt. Lesen und fahren sollte man echt nicht machen. Wie lange ich Need for Speed schon zocke? Achso, Payback? Boah, fast seitdem es rauskam, eigentlich. Erstmal die Offline-Story durchgezockt. Und dann ging es eigentlich schon online los. Ey, die Leute, die Gegner, die haben es ja echt gut, Mann. Die Map ist für den Clown, also allgemein für mich scheiße. Ich hab die quasi voll verfehlt. Hallo? Ach, ich liebe diese scheiß Zwischenwände bei den Pinsel. Komm, zieh, Junge! Ich hab grad hier echt wenig Plan mehr. Ja, egal, die haben es auf jeden Fall geschafft. Das hat die Szene schon. Das hat die total dumm gemacht, Alter. Das kannst du vergessen. Ich wäre wenigstens gerne über die Brücke gefahren. Was für Scheiße hier. Ja, nein. Es bleibt stehen, Alter. Das ist nur ein Dopi, Alter. Ja, nimm mal Offroad, ist auch ganz wichtig. Wo gehst du hin? In the kitchen. Putzen. Na, viel Spaß. Ach so, ja, Just Rare. Ich dachte, du meinst jetzt, welche ich am liebsten habe. Also von der Power her habe ich auch Regera, Königsegg,
Ford habe ich auch, BMW habe ich auch, die habe ich auch alle. Ich habe irgendwas mit 40, 50 Autos oder so in der Garage. Und so gut wie alle haben auch ein komplett eigenes Design von mir verpasst bekommen. Das einzige Design, was ich eigentlich geklaut habe, ist das hier. Das ist das Ghostbusters Design und dann von so einer kleinen Mini-Oldtimer-Karre noch so ein komisches Krokodil-Design. Das ist das einzige, was ich geholt habe. Der Rest war komplette Eigendesign. Kann ich dir ja mal bei Gelegenheit zeigen, was da so abgeht. Bei mir in der Garage. So, was im Spiel. Ja. Bin ich auch. Ah, mein Favorite-Auto ist ganz ehrlich, ich war eigentlich bis zu diesem Teil immer ein absoluter Verfechter des GTR 34er Skyline natürlich, weißt du, ne? Aber hier muss ich sagen, der GTR 35, Alter, der fetzt ganz schön weg hier, Alter. Das ist eigentlich mein Lieblingskarren. Mit dem gehe ich auch immer stillgelegte Autos suchen und so. Oh, Scholli Mauli, Alter. Na, kriege ich die Pisser noch? Nein, jetzt habe ich Nitro benutzt, jetzt mache ich einen Fehler. Was sage ich? Was sage ich? Immer dieselbe Scheiße. Hallo. Wie man das bearbeitet? Wie meinst du das jetzt so die... Oh. Meinst du jetzt die Designs oder was? Wie man, also ich meine nicht, dass ich irgendwas kopiert habe und dann verändert habe. Ich habe wirklich komplett von Grund auf Eigendesigns erschaffen. Also nichts hier geklaut. Du kannst ja mal den letzten Stream, wo ich das stillgelegte Auto gesucht habe, danach habe ich direkt noch ein Live-Tuning von einem Auto rangehangen. Da kannst du ja mal gucken, was daraus abgegangen ist. Fetzt auf jeden Fall ab, der Scheiß. Pass auf, ich kann noch mal gucken, wie viele Rennen ist das? Guck mal, das sind jetzt noch zwei Rennen, die hier sind. Wenn die beiden vorbei sind, würde ich mal in meiner Garage hüppeln und dann würde ich dir mal da ein paar Sachen zeigen, wenn du magst. Was ich da so fabriziert habe. Und du kannst auch eigentlich so gut wie alle Designs, die ich selbst gemacht habe, bei YouTube nachverfolgen, weil ich die meisten davon auch online gestreamt habe. Also ich habe das wirklich live gemacht. Ohne Vorgabe, ohne nichts. Das war einfach immer. Ja, intuitiv. Sieht man auch daran, wie ich manchmal am Anfang erstmal voll abgekackt habe und erstmal so ein paar Sachen ausprobiert habe, aber irgendwann kam dann so das Richtige und dann ging es irgendwie los. Das war bei mir immer so. Ja, da sind teilweise so kranke Teile auch rausgekommen, weil, also alleine der Regera und der Pagani, die sind mir so krass gelungen. Also, da geht ab, das Ding. Ja, auf jeden Fall, Digga. Gerne, gerne. Ich würde dich nur bitten, dass du mir vielleicht eine Freundschaftsanfrage schickst, weil ich komme hier, wie du siehst, da kommen müssen. Aber mein PSN-Name, du verdammter. Mein PSN-Name ist auf jeden Fall in der Beschreibung vom Video mit drin. Kannst du gerne mir vielleicht eine FA schicken, dann geht es schneller. Nehmen wir auch zeitnah an. Mann, du blöder Pfaff. Ist echt ätzend, wenn man seinen sechsjährigen Sohn im Raum hat und man nicht mal irgendwie kurz ausrasten kann. Verdammt. Alter, ich war gerade Zweiter, verdammt, Alter, und ich hätte locker den ersten noch gekriegt, ey, das kotzt mich einfach an. Ich lese gleich, was du geschrieben hast, Digga, jetzt bin ich gerade voll, voll konzentriert. Moment. Ich muss einen Weg finden, wie ich da durchkomme, ohne den die ganze Zeit in den Arsch zu piepen. Mein Verdienst, dass er an der Seite steht, Alter. Haben sie alle Glück gehabt. Keine. Ja.
So, bin wieder am Spissel. Ja, hallo von Manesel, Alter. So, komm, dritter wird noch was, Alter. Letzte Runde. Ich hole dich jetzt zu Drecksack. Babs, Alter, weg mit dir. Nein, und was mache ich? Ich puller mir damit selber in die Hose. So, das kann ich am Wochenende ungefähr tun, am Samstag oder so, eigentlich schnell. Okay, alles klar. Tun Sie dies. So, ein Rennen noch und dann springe ich in meine Garage. So, guck mal, hier, Driftrennen, Alter. Jetzt geht die Luzi ab hier, Alter. Kommt schon. Nein, nicht Offroad, bitte. Bitte nicht. Leute, es sei mir gegönnt. Ein Driftrennen. Jetzt verkacke ich mal kurz nochmal. Was ist das? Wacker. Aber ist egal, dein Drift ist alles so schön. Ja, mach das mal wieder. Lad mal runter. Ah, jetzt kann ich übrigens alleine noch jetzt nicht. Kann man dann in die Quere kommen, den Drift versaut und dann versaue ich ihn alleine. Hier, guck dir den an, Alter, das ist der Audi, Mann. Das ist echt der perfekte Drifter, Alter. Er geht ab wie Luzi. Er hat Power, er hat einen Grip, und driftet aber trotzdem wie ein Gott. Ja, ich hole die sogar noch ein, obwohl ich hier locker smoothie rüber dürfte, Alter. Was für ein Vorteil, Alter? Digga, ich warte dir, guck einfach mal auf deinen Kanal, Alter. Ja, der sieht richtig böse aus, oder? Guck mal, vor allen Dingen hinten, Sayo, das ist übrigens mein Clan-Tag von meinem Clan, den ich vor 6 Jahren erstellt habe. Der muss natürlich auch hier vertreten werden. Ey, hallo. So Leute, ich bin wieder am Stüssel, ich muss kurz was machen, ey. Multate. Warte mal ganz kurz. Ja, und das ist auch hier ein Eigendesign, das, der Audio hier. So. Mhm. Ja. Auf jeden Fall bin ich gleich in meiner Garage und dann zeige ich dir mal ein paar Sachen. Pinky, ich mache mal eine eigene Party, weil ich kann schon die ganzen drin auf die Gegner, ja? Ja, kein Problem. Mach das. Ja, du hast ja eh Unterhaltung, von daher passt alles. Jo, Digga. Machen wir. Gut, ja, wir dann, Wir zocken später für den Tuning, ne? Nicht vergessen. Nee, ich vergesse das schon nie. Du darfst es nie vergessen. Ich bin dabei. Bam, Alter. Guckt euch das an, so dürft man in die Scheiße. Boom, und direkt wieder runter, Digga. Bam, ey, sag mir nicht, dass die Karre nicht driften kann, Mann. Die ist der Hammer, Alter. Die ist wirklich der Hammer, Digga. Richtig geil, Alter. Ob ich neidisch auf dein Camaro werde? Ach so, ja. Ja, stimmt ja, da ist ja der Basitor, genau. Ja, der kann dir bestätigen, der Gitarrist, der war super. Für den habe ich nämlich, als ich das stillgelegte Auto gesucht habe, spontan mal auf seinen Wunsch hin einen Camaro getuned. Ich mache auch gerne Community-Tuning, das heißt für andere. Manchmal mache ich das live, manchmal mache ich das dann aber auch, dass ich das alleine tune und dann als Überraschung live präsentiere. Also ich habe bestimmt schon an die 10, 15 Community-Tunings und ist jetzt bei jeder zufrieden auf den Fall. Alter, guck dir diesen Drift an, Mann. Ich liebe diese Karre. Das ist der Burner. Fuck, fick mich kein. Langs für den dritten noch heißt, komm schon, Alter. Zieh durch, Alter. Zieh durch, nein. Scheiße, der hat dann ausgemacht. Okay, jetzt kommt mein Schatz. Ach, fuck. Jetzt
will die Karo gar nicht mehr. Egal, ist nicht schlecht. Na gut, wieder Platz, komm ich auch nochmal klar. So, gut, dann hätten wir das jetzt auch mal abgeschlossen hier. Ich glaube, ich bin Dritter oder Vierter, keine Ahnung. Was war ich Zweiter? Na, Fünfter sogar. Naja. Dann ist es halt so. So, das war's jetzt aber mit der Speedlist. So. Nein, möchte ich nicht. So, jetzt kommen wir mal zu den schönen Dingen des Games. Jetzt werde ich dir mal ein paar Designs hier präsentieren. Wie gesagt, und wenn du mal sehen willst, wie das wirklich live bei mir abläuft, wenn ich so ein Teil tune, wie ich halt versuche, wirklich von Motorhaube zu Frontstoßstange zur Seite, zu Kotflügel, alles versuche abzupassen, dass es einfach ein Bild ergibt. Ist schwer, dauert lange. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, fast 3 Stunden gedauert, nicht wahr, Dennis? Ja, zugeguckt, tapfer. 3 Stunden, voll. War auf jeden Fall sehr nice. Muss er starren, ne? So. So. Ja, moin, Digga. Dann bist du gerade rechtzeitig. Dann ich spring gerade in die Garage. Sag mir Bescheid, wenn du noch zuguckst, dann kann ich da direkt reinspringen. Jetzt kannst du ja die Karte, die kannst du mir gleich auch mal drin gucken. Warte mal, Karte. Alles klar, das bitte. Ja, 3,5 Stunden auf jeden, Digga. 3,5 Stunden waren es sogar, stimmt. Das war echt nicht weiter. Ja, so lange dauert es meistens bei mir. So 3 bis 4 Stunden ungefähr für ein Auto, für ein Tuning. Das passt. Das kommt hin. So, da hätten wir Nummer 1. Also, jetzt lädt natürlich gerade die Grafik noch ein bisschen. Das dauert immer am Anfang. Kennt ihr ja vielleicht den Bug. Jetzt ist er da. Also, böse, böse. Guck mal, vorne habe ich versucht, das halt so wirklich mit der Motorhaube zu vereinen. Oben guckt auch was Böses runter. Und ja, das sind alles Formen, die normalerweise irgendwie völlig anders aussehen, aber ich weiß nicht, ich verändere die dann einfach komplett. Und irgendwann, da gibt es dann sowas, was dann hier so raufkommt. Kommt schon irgendwie mega nice, finde ich. So, dann hätten wir den Camaro, den ich für den Vasitor, den Vitor sicher gemacht habe. Ja, der ist auch böse. Ja, hier bin ich gestern ein bisschen durchgedreht. Also hier ist auch Motorhaube und Front und alles versucht wieder zu vereinen. Mit Seiten. Das ist auch geil, ne? Der Übergang, man sieht gar nicht, dass die Motorhaube so rüber geht, so extrem. Geht einfach weiter, das Zeichen. Extra ein Logo für Vasitor entwickelt. Das ist crazy. Der hat was. So. Mein Regera.
Trank. Den habe ich allerdings auch kopiert. Stimmt, das war die dritte Karre. Ich kopiert habe. Die habe ich nicht alleine gemacht. So, die habe ich aber alleine gemacht. Die habe ich auch live gestreamt. Meine Outlaw-Karre. Sind auch immer so um die 30 bis 40 verschiedene Auflagen, die ich hier verwende pro Auto. Also Skins, wie auch immer. So, was haben wir noch? Haben wir noch ein paar mehr. 30 sind noch drin. Mein Skyline. Der muss dezent bleiben, der ist einfach krass. So. Den hast du ja gerade gesehen. Den Bausche. Dann haben wir hier natürlich von Hahn, aber auch selbst gemacht. Den auch, Alter, den habe ich live auch gemacht, der ist mega cool. Mein Pagani. Auch alles bestimmt an die 30, 40 verschiedene Auflagen, die ich hier benutzt habe, um das Design fertig zu kriegen. Ich habe auch immer hinten auf die Backen geklatscht, wie ich den aufgetunt habe. Der ist zum Beispiel komplett auf Outlaw aufgetunt. Dann Porsche haben wir noch. Der ist mir allerdings nicht so gelungen. Da ist nicht ein bisschen durchgedreht. Ich hoffe, du hast den am Anfang gesehen, den ich gezeigt habe. Den hier, ne? Das ist sowieso mein Schmuckstück. Den habe ich. Was habe ich mit dem gemacht? Du kannst dir alle ziehen. Ich habe die alle online gestellt. Die ganzen Skins, die ich hier habe. Guck mal, den habe ich für Vasitor zum Beispiel gemacht, für den Gitarre-Psycho. Den habe ich hier vor ein oder zwei Tagen habe ich den hier live getuned. Einfach so am Anfang ein bisschen was ausprobiert. Und irgendwann kam das dabei raus. Eigenes Logo für ihn entwickelt. Ja, sowas kommt dabei raus. Er wollte es auffällig, ich habe ihn auffällig gemacht. Oder mein Megara. So, dann hatten wir aber noch mehr hier in der Garage stehen. Und zwar bei den Driftern habe ich natürlich mein Skyline, ist ja klar, der 34er. Der darf natürlich auch nicht fehlen. Der sieht schön böse vorne aus, finde ich. Den habe ich, bevor Payback angefangen hat, die Underground-Autos hier reinzuholen. Das kann man in den Streams sogar verfolgen, das kann ich beweisen. Habe ich angefangen, meine damals designten Underground 1 Autos hier reinzuhauen. Das heißt, der MX-5. Und genauso hatte ich ihn damals bei Underground 1. Alles auch komplett Eigendesign. Mega geil. BMW habe ich, glaube ich, nicht gemacht. Doch, den habe ich in Most Wanted natürlich gemacht. Den habe ich schon gezeigt, den auch,
Dann haben wir noch. Welchen haben wir noch? Naja, der muss natürlich sein, ne? Toretto Style. Den habt ihr vorhin schon gesehen. Den habe ich kopiert. Den hier habe ich auch für einen Community Tuning, war das? Für den Trolleyboy habe ich den hier gemacht. Der sieht natürlich auch mega böse aus. Den, da bin ich ja ausgerastet, Alter. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber den, da bin ich ja völlig durchgedreht. Muss auch mal sein, so eine Karre. So, Runner, da habe ich noch den hier. Oh ja, den habe ich mir noch, kurz bevor ich aufgehört habe, habe ich den hier noch gemacht. Das sieht natürlich auch schon mega fett aus, Alter. Ja, das. Der hat auf jeden Fall was, Alter. Mega krass aus. Ja, stimmt, den Mitsubishi Lancer aus Tokyo Drift habe ich mir natürlich auch noch gemacht. Den habe ich auch bei, bei GTA zum Beispiel, habe ich den so. Ja, und das waren sie eigentlich. Meine Schmuckstücke. Bin auf jeden Fall stolz drauf. Also alleine wenn ich jetzt hier den Regera stehen lasse, hier die Karre, hier stellen wir zum Beispiel den Pagani hin. Nee, ach Quatsch, wir machen mal was anderes. Ja, nice Digga, sehr gut. GTA sollte mal am Start sein. So, mal den. Und hier stellen wir mal. Oh, was machst du hier? Stellen wir hier hin. Das finde ich voll geil, wenn hier der Pagani steht. Auch Marke Eigenbau natürlich. Der. Und alles kompletter eigentlich seins. Da ist man schon doch ein bisschen stolz drauf. Just Rare, ganz ehrlich, warum nicht? Kein Problem, also ich brauche hier nur das nötige Kleingeld. Sag mir, was du für eine Karre haben möchtest. Sag mir, was du für eine Grundfarbe haben möchtest. Das mache ich immer so bei den Leuten, die von mir gemachte Autos haben wollen. Ich kann dir übrigens mal zeigen. Also das hier übrigens, der Pagani, der war für Community Tuning. Das hier war Community Tuning. Der hier war Community. Moment. Den Porsche Spyder, du meinst also. Hä? Wo ist er denn? Warum stehen die hier auch drin? Den meinst du? Den in Schwarz. Da siehst du, ich muss ihn nicht mal kaufen. Und da ich das Design hier völlig verkackt habe, kann ich ihn auch gerne neu machen. Bin ich voll dafür, Alter. Ja, also gerne, Digga. Dann würde ich sagen, das kriegen wir hin. Den mache ich auf jeden Fall klar für dich. Das hier war auch noch ein Community-Tuning für jemanden, der alte Wagen mag. Selbst daraus kann man noch was machen. Liberty Machines. Eins von denen habe ich, glaube ich, auch noch als Community-Tuning gemacht. Ich weiß aber nicht. Nee, habe ich nicht. Wie lange sowas dauert? Du, wenn ich Bock hab, setze ich mich da sogar heute Abend noch ran. Wenn ich aber die Zeit dazu nicht finde, dann kann es halt auch mal ein, zwei Tage dauern. Das wirst du dann eigentlich mitkriegen, wenn ich dann anfange zu streamen. Oder wenn... Würde ich dir dann irgendwie schon Bescheid sagen, dass ich da dann loslege mit. Dass du dann Bescheid weißt. Beziehungsweise, weiß ja nicht, willst du mit live dabei sein? Soll ich das streamen? Oder willst du dich überraschen lassen? Mhm.
Ja, wie du willst. Ich meine, ich zwing keinen dazu. Aber wem es gefällt und wer das ein bisschen publik machen will, bitteschön, gerne doch. Ich mache ja dasselbe mit welchen, die mir gefallen, vom Stream her und alles. Ja, ist auf jeden Fall dir überlassen. So. Ja, wie gesagt, wenn du möchtest, sag Bescheid. Willst du das? Ja, das sowieso. Just Rare, kein Problem. Ich gucke mir das auf jeden Fall mal an. Das kriege ich hin. Willst du den? Ach, nee, ich muss mal lieber mit. Willst du den Livestream dann miterleben oder willst du dich lieber überraschen lassen? Sag du. Also live. Okay. So, die Felgen werde ich mal noch zurückändern. Das werde ich auch zurückändern, damit es erstmal in den Grundzustand kommt. Zustand, das wird deine Karre, mein Freund. Ja, kein Problem, können wir gerne machen, Bro. Wie ist denn das bei dir? Bist du mehr so auf dunkel oder was sind deine Lieblingsfarbkombinationen? Sag mir mal jetzt zu dem Schwarz, was da so deine nächsten beiden Lieblingsfarben sind. Damit ich weiß, worauf ich mich da so einstellen kann. Dann weiß ich auch, was ich so für Designs draufklatsche. Ja, naja, was denn da los? Wie gesagt, ich mache sowas echt gerne. Ich weiß nicht, viele sagen mir auch irgendwie ständig, ich soll anfangen, das beruflich zu machen, weil ich halt echt viel Geduld da reinlege und alles. Überleg dir was, wie gesagt, welche zwei Farben für dich so zu dem Schwarz am besten kommen würden. Nur so eine Richtung, damit ich ungefähr was weiß. Es kann trotzdem etwas anders aussehen. Kommt drauf an, was mir da so einfällt. Und die zweite Frage, die ich noch hätte. Rot, blau, gelb. Rot, blau, gelb, rot, blau, gelb. Okay, ist jetzt an sich, die drei sind jetzt ein bisschen komische Kombinationen, wenn ich alle drei nehmen würde, aber ich werde mir was aus denen auf jeden Fall einfallen lassen. Dann noch eine letzte Frage. Okay, auffallen und schick aussehen. Also schon mehr so. Jetzt nicht so dezent wie der hier. Okay, das ist wirklich sehr dezent. Sagen wir mal so, nicht so dezent wie der hier. Der ist ja eigentlich, der hat ja schon ein bisschen was, aber ist noch dezent. Auffällig wäre dann sowas wie der. Der ist ja wirklich extrem auffällig. Da habe ich auch echt, da bin ich ein bisschen durchgedreht. Das war so ein stillgelegtes Auto gefunden. Das war der hier, den ich da gefunden habe. Und bin damit nach Hause gefahren und habe direkt einen 2-Stunden-Stream drangehangen mit Live-Tuning. Und dabei ist das hier rausgekommen. Gut, alles klar, weiß ich Bescheid. Das überlässt du bei mir, dann machen wir das so. Also, dann wird das hier auf jeden Fall deine Karre. Ich weiß nicht, also entweder heute. Oder auf jeden Fall am Wochenende nehme ich das hier in Angriff. Dann wird das auf jeden Fall deine Karre. Und dann, wenn ich fertig bin damit. Auch gut. Sehr geil. Ja, wenn ich damit fertig bin mit der Karre, dann werde ich auf jeden Fall auch die Folie dann hochladen. Sodass du auf jeden Fall dir die dann für deine Karre wiederum runterladen kannst. Ich musste allerdings mal gucken, ich muss das hier mal auf eine eigene. Ah, ich habe die ja zweimal hier. Da. Ja, wie ihr seht, also meine Folien habe ich alle geteilt.
auch lustig aus manchmal, was da so rauskommt. So, aber wir überschreiben jetzt mal die hier. Nee, nicht kopieren. Jo, alles klar, Digga, weiß ich Bescheid. Cool. Dann machen wir das auf jeden Fall. Bearbeiten. Ich mach mal kurz hier was. Zack, zack. Achso. Ja, ich weiß. Nee, du bist auf jeden Fall namentlich dann darauf erwähnt, ja. Und du kannst sie, wie gesagt, dann auch die Folie runterladen. Ich muss mal gucken, weil ich sehe irgendwie. Ich verstehe es eigentlich gar nicht. Ich will eigentlich dafür sorgen, dass man die dann auch teilen kann. Eigentlich will ich das nicht überschreiben. Ich glaube, es ist kein. Ach, so, dann ist es, komplett raus. So. Du kannst dann hier, musst du einfach, wenn du das Auto dann hast, gehst du einfach hier auf Lackierung und Folie, gehst dann auf Bibliothek und dann gehst du auf, drückst du R1 oben, damit du auf Community kommst und da kannst du dann mit R2 durchgehen und kannst auch Künstlern, denen du folgst zum Beispiel, reingehen. Oder wenn ich das dann geteilt habe, sage ich dir, auf welchem Platz das ist. Welcher Nummer, weil du siehst ja hier, kannst du auch für die Spiders, die hier einfach sind, generell den neuesten dann aussuchen. Und da siehst du auch dann eine Nummer. Da steht so in blau da gerade unten links eine Nummer. Und da kannst du die Nummer dann sagen, welche das ist, und dann kannst du da durchscrollen und dann findest du den schon. Da, das machen wir dann zusammen, bis du den hast. Ja, Digga, kein Problem. Das wird auf jeden Fall lustig. Hast du eigentlich gesehen, wie der, Chevrolet geworden ist? Nee. Echt nicht? Den hast du gesehen, ja. Ja, stimmt. Jo, mach das. Ich werde jetzt auch auf jeden Fall erstmal aufgehen. Ich werde jetzt auch noch ein bisschen was tun und dann, ja, schauen wir mal, wie es später weitergeht, ob ich später nochmal reinkomme. Ich würde dir auf jeden Fall irgendwie dann Bescheid geben, beziehungsweise warten, bis du dann da bist. Vorher fange ich mit dem Tuning nicht an, dann kriegst du das auch mit. So, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich danke euch allen fürs Zugucken, fürs Liken, fürs Schreiben ohne Ende. Ich danke dir, auf jeden, denke ich mal schon. Ich wünsche auch viel Spaß. Haut rein, Leute.